gut. Hallo Leute, herzlich willkommen bei einem neuen Abenteuer wieder von Lerner Chance auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Hier ist euer Justus König, speziell Captain America. Und heute bin ich hier unterwegs und von Kumpel aus in der Stadt, der mir besucht. Und dann wollte ich euch mal zeigen, was hier cooles ist. Von der Autobahn sieht man aus, wenn man auffahrt, runterfährt, die Herzstadt. Hier Herzstadt aus, runterfährt und Richtung vorwärts an der Kreuzung, die Ampel ist. Da geht es nämlich links nach Markheidenfeld, glaube ich, rechts nach Würzburg. Und da dahinfahrt, da ist auf der anderen Seite ein Pendlerparkplatz in der Autobahn und da auf der anderen Seite ist ein Rest von was. Ich glaube, es ist eine. Eigentlich weiß ich, soll da eine Jagdschloss entstehen damals. Und die haben nur ein Fundament angefangen zu bauen und dann den Rest so stehen gelassen. Und das ist als Denkmal, ja, dann steht das hier. Also. Reste eines Ding, Reste von einem Jagdschloss, irgendwie war das gewesen, oder irgendwas ist das Fundament noch da. Schauen wir uns einfach mal an. Das ist Tages, lese ich es nochmal vor. Schaut echt cool aus. Und sieht man von hier, von der Autobahn aus, runterfährt hier. Das ist die A3, Autobahn A3. Danke fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Und wie immer, Action jetzt. So, steigen wir. Kommen wir uns rein. So. So, stehen wir hier. Und da ist die Autobahn A3. Da ist die Auffahrt Heftstadt. Da drüben ist der Pendlerparkplatz und dann ist da das Ding. Jagdschlossgrundrisse. Da kann man sich dann ins Sommer hinocken. Und das hier angucken. Und genießen. Wie gesagt, Auto und Ausfahrt. So schaut es hier aus. Nur das Fundament. Schaut echt heftig aus. Echt cool aus. Viele, die das sehen, fahren einfach mal hin und gucken es sich an. Um live anzugucken. Oh, der andere ist da drum. Einfach nur heftig. Echt cool schaut's aus. Bank und da ist die Tafel zum Lesen. Könnt ihr das mal lesen? Das oben. Angst und Schrecken kennen wir nicht, denn das sind wir gewohnt. Wo immer ein Rätsel zu lösen ist, wo in dem alten Schloss oder im Schwunglamm ist. Fünf Freunde, das sind wir. Julian Dean.
So. Oh, das ist vergessen. Cool, ne? Schaut echt heftig aus. Echt verdammt cool. Voll der Hammer, schaut sich echt aus. Ja, gut, gut, gut. Mal alles genau an. Aha. Dann geht er. Dass man nicht durchfahren kann, müssen sie das sichern. Sie müssen ja immer ruhig so Rester machen, immer so, dass es sicher ist. Dass der Besucher, Kinder kommt, spielen, nichts passieren kann. Wenn nicht mehr offen wird, könnte man Kinder durchfahren und sie verletzen dann oder sowas. Hier rum. Da kann auch schon rumtoben hier. Wow. Mach's doch wieder. Da haben sie geschrieben. Horn. Homies. Gott. Ja. Jetzt lass mal eine Mauer aus der Rum mal. Da kann sogar runter reingehen. Ja. Oh. Ups. Sonst habe ich schon drinnen graben. Ja, wieder raus. Hast jetzt. Homies. Cool, ne? Homies, cool. Echt, ja, ist schön cool. Kann auch echt so ankommen. Erst mal selber angucken. Das lohnt sich. Man kann ja schön rumklettern. Für sportliche Kinder können wir umtoben. Das ist okay. Zum Angucken ist es okay. Sehr schön. Da kann man hierher fahren oder auch hierher laufen. Da drüben ist ein Pendlerparkplatz auf der anderen Seite von der Autobahnfahrt ist ein Pendlerparkplatz. Und davor, aber wir hier und da irgendwo in der Richtung 10 Minuten zum Fuß, schätze ich mal. Dann habe ich mal gesehen, ist da eine Quelle, wo mal Wasser rauskommt zum Badeohase, kann man sagen. So baden kann man kurz. Dann der Fußreigen und sowas ist halt gemacht, durch Stein haben sie gemacht, da das ist, fängt dann da die Quelle an, den Bach an und sowas und dann haben sie einfach gemacht, ja, wenn es so quellenmäßig wie Badeoase, kann man schon verlassen, die Kinder, die haben ja sich baden sich in der Kolonie. Und hier sieht man, haben sie halt in Silvester Böller losgelassen. Das sind kein Böller, das sind China-Böller, aber kleinere, dünnere, die dünneren. Aber cool. Cool. Vanille ist doch okay.
Können wir runtergehen? So, rumlaufen. Haben wir es noch nicht sehen? Hallöchen, Hallöchen. So, ne? Ah. Und da muss sein, Sport. Ja, das ist die andere Seite. Schön ist es hier. Aha. Dann kann man durchgucken. Kommt ja da durch. Jetzt haben wir uns mal an. Da. Da geht's durch. Das ist Loch. Hier. Eine Buckel. Oh, das ist schön. Das ist. Aha. Das sind immer solche Löcher. Ja, das ist Loch. Ja, auch rein. Wir können da hier durch. Ja. Aha. Aha. Oh, du Zeller. Wer ist denn da? Hallöchen! Ui! Ja, hat. Wer ist? Geht er? Hallöchen! Na, ist was hier oben. Ja. Aha. Hier ist noch ein Haken.
Ja. Hat aber auch eine Maus hingeschrieben. Was ich erkenne. Es ist weiß. Vielleicht zu erkennen drauf. Das ist hier. Ja, hast du denn was sucht? Kann ich hier, glaube ich, mit dem Kamera nicht erkennen. Ah ja. Ja. So Leute. Da hat sie uns eine Handschuhe verloren. War jetzt eine Handschuhe? Nicht vorhin. Sondern die ist vielleicht da. Da hast du es. Hat sie immer verloren. Jojo. Jojo. So Leute. So Leute. Hört ihr mich an? So wie ich gesagt habe, dass hier. Dass wir die Reste einer Jagdschlossruine hier, dass wir nur Grundrisse im Tal sind, können wir, das wurde mal gefunden, schon so ungefähr haben wir kurz gelesen, es wurde mal 1990 von der Polizei Hubschrauber gefunden, auf dem Wanderweg, und das ist einfach, haben sie ein bisschen da hingestellt, was sie auf dem Ding recherchiert haben, was ich hier früher genau war, das gehört an das als Denkmalschutz, zum Mittelhofen, Waldbronn hier. Ja, die Reste kann man schon angucken, wie ihr gesehen habt. Ist das auch cool. Und hier auch wieder zu können. Also der Zeichen muss damals ausgesucht haben, ausgeschaut haben sollte damals. Und ich sage einfach mal danke fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, Film, Ende. Bye bye. Und ich sage noch eins. Einen besten Kumpel, der auch mein Bruder nennt. Den Niklas Wagner, der hat mir rechtzeitig zum Geburtstag gratuliert, und ich konnte noch nicht antworten, danke das sagen, aber ich weiß, dass das sowieso mal YouTube anguckt und sagt damit danke, dass du mir gratuliert hast rechtzeitig. Genau, danke, super gemacht. Ich konnte aber auch keine Zeit zurückzuschreiben, deswegen mache ich jetzt nachsitzen, hab viel zu tun. Deswegen da arbeite und das hier und das da. Hallo, jetzt zum Job. Deswegen danke, sag ich dir mal. Danke an den Wagner und ich grüße dich auf dich. Bester Kumpel, ja. Ja, und noch was sage ich nochmal. Sei wenig gefragt. Nein, ich habe keine Freundin. Ich bin Single. Das hat auch seine Gründe. Das hat nicht geklappt. Wie heißt es in meinem Alter, eine Beziehung zu machen, wenn man lange Single ist? Und dann ab und zu habe ich auch viel über Beziehung gehabt. Und dann wieder aufgehört, weil dann noch nicht so war. Es ist so, wer jung ist, 15, 16 und runter, dann ist es einfach, Beziehungen zu fahren. Dann wird die mit den Eltern, du wohnst mit deinen Eltern und dann trifft euch mal ab und zu. Aber Ende ist, dann wohnt die eigene Wohnung, dann willst du auch, dass du hier wohnst, dann willst du ja auch, dass ihr auch das gemeinsam was macht, das nicht nur ich. Und wenn es so welche gefallen hat, und das Auto kaufen, müsst ihr erstmal die Frau fahren. Ich habe auch viele Fahrzeuge verkauft. Und da war der Mann da und der hat erst gesagt, ich hat es gefallen, aber er muss erst seine Chefin fragen, seine Frau, ob sie es auch kaufen darf. So ist es halt mal in der Beziehung heutzutage. Muss ich denken, sonst heißt das, bist du beziehungsfähig und ich mach's. Ja, oder so. Und wenn ich eine Beziehung hätte, dürfte ich auch immer filmen. Das wäre jetzt die erste Woche sagen, okay, aber das zweite Mal, erst danach, die zwei, drei Wochen, sagt ich halt, dass ich mir zu Privatsphäre, wäre auch ein Scheiß. Unter uns, wir können am sofort gehen, ja, aber Fotos machen, ja, aber kein Film. Kein YouTuber, es ist zu viel Öffentlichkeit, das wollen sie nicht. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Da kannst du nicht machen, was du willst, da musst du noch die Sachen machen, auf diese Beziehung, ich hab schon alles hinter mir, da wollen sie auch nicht ziehen. So was, und so was, und so was. Das ist mir schon stressig, dann liebe ich lieber Freiheit, mach was ich möchte, du Film, als hobbymäßig. Weiter. Kommt Jogger. Hallo. Ich muss dann laufen. Ja, und so ist das. Es ist einfach schwierig, Beziehungen anzufangen. Ja, langziehen wir es. Andere, es gibt andere, die sind froh, die wollen haben, die machen alles dann.
Welche Sachen ist auch schön, von der Frau befriedigt zu werden, zu hören, zu heulen. Naja, wer dann halt denkt. Ich in Freiheit, muss das geht fort, wenn ich Videos auch möchte und sowas, muss man halt das opfern. Also man kann nicht nur Videos machen und fortgehen und alle Freunde haben. Das geht einfach nicht. Das mögen wir nicht. Das wollen wir nicht. Die ersten drei Wochen, ja, und danach sind sie auch anders. Genau, steht für die DVDs. Ja, gar nicht, dass ich das angucken muss, ich möchte gar nicht. Dass du irgendwo hingehen kannst, sagt damit, geht gar nicht. Vieles nicht. Dazu mal. Ja. Und so weiter. Das ist toll. Also, ich bin Single darum. Weil ich nicht Single wäre, gibt es keine Videos mehr. Muss ich jetzt anders machen. Definitiv noch gleich machen. Sonst heißt es dann, ja, das, das da oder es ist Ende. Entweder du machst es wie gesagt oder es ist vorbei. Dann, ja. Ja, ihr wisst ja, wie es macht. Jo. Und auf geht's weiter. Das ist König mit seiner Kippe Merkel. Voll Indianer schon, dass sie von einem anderen Anwalt sein, Alter. Dann zum nächsten Ort. Weiß. Yeah. Tschuck, tschuck, tschuck. Ja, muss man abfüllen. Sehr gerne. Dann haben wir uns dann Regeln. Was dann? Oh. Sagen wir jetzt den Buch, das Ding auf Wiedersehen. Das Denkmalschutz. Ach, das ist diese Wartehäuser. Ja. Da spielen die Kinder im Sommer immer. Im Wasser. Ja, das ist immer schön im Sommer. Hier kann man reingehen, aber es ist voll laut und sowas. Ah. Es ist aber gleich hier. Regeln. Handgang neu. Das war die Badewasse. Im Sommer halt. Schätze, geh aufs Ganze, weil ich derbe unter Darm steh, volle Kante, wer ruft
Digga, falls klar. Heute Abend, doch wie immer, ne? Ich mach mein Ding, fahr meinen eigenen Film. Was alle anderen sagen, ist mir egal. Ich fahr meinen eigenen Film, ich fahr meinen eigenen Film. Was geht ab, ey, Rocky Beach? Neun Rose und die Girls sind sweet. Bob fliegt auf die rote Dach, sie nennt sich Cleopatra. Peter schreit aus dem Fenster raus. Ist euch die Musik zu laut? Feuerfeste Drinks für mich, Justus macht dieses Gesicht. Er hat wohl keinen Bock auf Spaß, morgen, Digga, gib mal Gas. Mama, bleib gut, gib mal Stulle, volle Bulle, linke Spur. Linker Blinker, winke, winke, tschüss, ciao. Komm auf Tour, lass ihn brüllen, komm auf Welle. Das ist mein Film auf der Stelle. Ich mach mein Ding. Schwing am Kronleuchter durch den Club wie Missy. Ich bin busy, ich bin busy, ich bin Bo. Hab Termine und muss los, gib mir noch ein Tassen hoch. Ich bin nur ein Quantum Prost. Ich übernehme jeden Fall und bleib auf jeden Fall am Balli. Ballabella auf dein Tor, neue Tracks für deine Ohren. Hör sie flüstern und rumoren, was hat der als nächstes vor? Ey, ich mach mein Ding, ey. Yeah, was geht ja? Das Bo. King Chronic, drei Fragezeichen. Herzlich willkommen in meinem eigenen Film. Chronic, lass laufen, lass weg. Ich fahr meinen eigenen Film.